20 Jahre haben wir auf dieses Spiel gewartet. Und jetzt ist es endlich da. Hogwarts Legacy, mein neues Projekt auf meinem Kanal. Lasst ein Abo und Like da, wenn euch das Video gefällt. Und auch meine anderen Projekte. Ich bin gehypt, ich hab Bock. Das Spiel kommt offiziell erst am Freitag raus. Ich habe jetzt die Deluxe Edition vorbestellt. Für 10 Euro mehr. Das müsst ihr natürlich wissen, ob ihr das wollt. Ich konnte nicht mehr warten. Ich habe echt Bock. Und ich würde sagen, legen wir los. Und erstellen wir unseren Charakter. Bin gespannt. Neuen Charakter erstellen. Wir nehmen natürlich einen Jungen. Ihr habt ja abgestimmt. Ich habe ja bei YouTube gefragt. Oha, der Brief, die Einladung nach Hogwarts. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Stimmt, wir sind ja direkt im 5. Jahr. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftmäßigen, gemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjährige die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Eleazar Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Matilda Weasley. Oh, Weasley, stellvertretende Schulleiterin. Das spielt ja alles 100 Jahre vor den Ereignissen von Harry Potter, also in den Filmen und den Büchern. Okay, da war die echt mal ein Schulleiter. Und wir kommen direkt ins 5. Jahr, verrückt. Gucken, wie sie das erklären. Woher können wir denn dann zaubern? Okay, was machen wir? Wir nehmen auf jeden Fall einen Jungen. Das hatten wir ja schon gesagt. Voreinstellung. Oh, diese schwierige Wahl. Ich will jetzt auch nicht wieder 40 Minuten hier drin verbringen, aber... Nee, einen Jungen will ich. Ich weiß noch nicht, was man alles hier so einstellen kann. Ob das so hyper detailliert ist. Er ist auch schon mal so ganz gut vom Typ, finde ich. Sind halt alles so Schönlinge, ne? Nehmen wir erstmal ihn. So, Gesichtsform. Na? Nee. Okay, es scheint auch nur Gesichtsform zu geben. Nee. Ja, ich sah die erste sogar fast schon am besten aus, ne? Ah, sieht eigentlich schon am besten aus, muss man sagen. Hautfarbe. Das wäre mir zu dunkel. So richtig hell gibt es gar nicht, witzigerweise. Ja, so ein bisschen angebräunt, würde ich sagen. Finde ich doch immer ganz nett. Vielleicht so. So sieht doch ganz nice aus. Brillen, ja, ne, wir wollen ja kein Harry Potter Fake sein. Nee, das sieht so strebermäßig aus. Machen wir erstmal ohne Brille. Machen wir Clean Face. Oh, ich bin so aufgeregt, Leute. Haarfarbe. Schon was Helles habe ich irgendwie Bock drauf. Das ist ja schon so ein bisschen Slytherin-Style, ne? Aber sieht ganz nice eigentlich aus. Das sieht auch ganz gut aus. Okay, hier geht es dann eher so in diese bunte Richtung. Eigentlich auch cool so an sich. Ja, ganz dunkel ist eigentlich auch. Ist natürlich ein bisschen natürlicher so, ne? Ja, so grau ist auch cool. Ich würde es mal so lassen. Dann gucken wir, was es für Haare gibt. Ja. Ihr wisst ja, ich habe selber Seiten immer sehr kurz. So auf 2-3 mm. Sowas hätte ich. Ja, so. Ja, genau, ja. Das sieht fresh aus. So kurz, wie er hier gerade hatte, hätte ich gerne. So. Ne, noch kürzer. Wo war das jetzt nochmal? Jetzt habe ich ihn verloren. Ihr wisst, was ich meine. Ja, so eine Art, nur oben noch ein bisschen länger. Das sind viele gute Frisuren. Gefällt mir schon mal besser als bei Sims 4. Wenn ihr das Let's Play gesehen habt, beziehungsweise eine Folge. Ja, die Langhaarfrisur feiere ich jetzt nicht so. Nee. Schon hier oben irgendwie was. Das sieht ein bisschen Anime-mäßig aus. Fresh aus Tokyo Shibuya. Ja, sieht auch gut aus. Ja, wir sind schon Maschallah, muss man schon sagen. Ja, das sieht cool aus.
Sieht auch gut aus. Ich finde, das sieht. Ja, das mache ich am liebsten, glaube ich. So, ich hoffe, man kann zum Friseur gehen, ne? Auf der Winkelgasse oder sowas. Ja. Nehmen wir erstmal die Haare. Die gefallen mir am besten. Haarfarbe lassen wir auch erstmal so. Mehr können wir auch nicht machen. Gesichtsfarbe. Okay, der kriegt ja nochmal so ein bisschen Blush. Ja, so ein bisschen soll er kriegen. So, so ist doch ganz cool. Was gibt's hier noch? Nur Augenringe. Ne, was ich gerade war schon ganz nice. Hat mir gefallen. Sommersprossen. Ja, so ein paar wären ganz cool, ne? Da wirst du ein bisschen näher dran zoomen können. Ja, so ein bisschen. Ja, so. Dann sieht es nicht ganz so clean aus. Narben, ja, ne. Ich meine, wir sind jetzt in der 6. Klasse oder 5. Klasse. So viel haben wir jetzt noch nicht gefightet. Augenfarbe, okay. Ja, auch irgendwas Helles, ne? Was so ein bisschen raussticht. Ich hätte jetzt mehr gefühlt, hätten ja so eine Farbskala hingemacht, diesen Farbkreis, wo man das so mit einer Pinzette so auswählen kann. Aber die haben ja leider nur so einen Regler reingemacht. Irgendwas Helles, ja, so ist eigentlich ganz cool. So, sticht doch eigentlich gut raus. So was Warmes ist natürlich auch schön. Ja, oder so. Machen wir es so. Augenbrauenfarbe würde ich eher dunkel lassen. Nochmal als Kontrast zu den Haaren. Ja, einfach so. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Schon ein bisschen dicker. Ah, guck mal, hier kann man sogar so Narben nehmen. Diese Einkerbung. Vielleicht geht's auf den Fußballplatz. CR7Z ist am Start. Ach, einfach so normale, come on. So, die sehen auch ganz gut aus. Ja, so ist nice. Aber mehr kann man echt nicht machen, ne? Das war schon mit dem Editor anscheinend. Was geht hier jetzt? Stimme 1. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts beunruhigt. Das war gar nicht schlecht. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Hört sich alles wunderbar gleich an für mich. Ich glaube, von mir aus kann's los. Ah, die ist jetzt höher, okay. Das war gar nicht schlecht. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Ah, die hört sich so ein bisschen blechernd an, ne? Wunderbar. Von mir aus kann's losgehen. Eigentlich finde ich die Stimme einfach am besten. Das waren die. Das war gar nicht schlecht. Die weiblichen Stimmen, okay. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht ein paar Spinnweben. Ist ausgeschlossen. Wunderbar. Ich will einfach ich die lassen. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Schwierigkeitsgrad normal. Natürlich, komm, ist ein Pro. So, Name. Da hatte ich euch ja auch gefragt. Ihr habt echt schöne Namen reingeschrieben. Teilweise aber auch nur Vornamen. Ich habe jetzt überlegt, ich nenne mich einfach Olli schon mal. So wie ich in echt heiße, Oliver. Es gibt ja auch Ollivander. Aber es ist, glaube ich, dann nur ein zusammenhängender Nachname. Aber wir machen jetzt mal Olli. Vielleicht irgendwas mit Jolly. Vielleicht so O'Jolivan oder sowas. Wie macht man das denn? So, so O'Jolly. O'Jolly. Das hört sich so ein bisschen britisch an. O'Jolivan? Schreibt man das so mit V? O'Jolivan. Olli O'Jolivan. Ja, es passt, ne, oder? Olli, ich meine, der Name wird eh nie vorgelesen. Der steht wahrscheinlich nur neben dem Text, wenn wir reden. Schlafsaal. Diese Wahl bestimmt den Schlafsaal, dein Avatar und wie die andere dich ansprechen, der Zauberer. Aber die haben das schon genderneutral gemacht, also, ne? Auf jeden Fall sehr modern. Ja, Zauberer. Normal, okay. Olli O'Jolivan. Olli O'Jolivan. Jolivan. O'Jolivan. Ja, ist doch gut. Okay, lassen wir die Reise beginnen. Ich bin aufgeregt. Let's go, Leute. Beginne die Reise. Schade, nicht per Zug. Ah, dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja.
So schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Professor Fick? Eliasar! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Lieber nicht hier, Eliasar. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Er guckt schon so. Das Unheil wartet hinter der nächsten Straßenecke. Voldemort Junior vielleicht. Da fliegen wir davon. Oh, da ist... Oh, wer ist das denn? Uiuiui. Der will nichts Gutes. Der will nichts Gutes. Und es geht los. Warner Bros. Games. Und seid mir nicht böse, wenn ich irgendwas nicht weiß. Ich habe nur die Filme geguckt ein paar Mal. Also ich bin wirklich da ein Noob in dem Universum. Aber geil ist es trotzdem. Avalanche. Avalanche, die haben zum Beispiel mal Just Cause gemacht, diese vier Spiele. So ein bisschen GTA-mäßig. Und Mad Max haben die auch mal gemacht. Eher so mittelmäßige Spiele. Portgay Games in Wizarding World presents. Aber das scheint ganz gut zu sein. Die Tests sind Hammer, die Testbewertung. Also sehr gut. Zumindest auf Konsolen, auf PC läuft es technisch ein bisschen schlecht. Gut, ich noch vor der Schottland-Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eliasar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eliasar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber Ollie O'Jolovan. Wow. Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir wissen was. Oh, shit. Woo! House of the Dragon. Alter. Festhalten. Okay, sie legen direkt los. Was will er von uns? Oh shit. Professor Fick, machen Sie was? Oh, ja, moin. Achso, das sind unsere Reittiere.
Warum sind die plötzlich sichtbar geworden? Oh oh. Spring! Das war knapp. Der Schlüssel! Ihre Hand schnell! Geht ab auf jeden Fall. Cool. Hoffentlich kommen Drachenreiten auch nochmal irgendwann. Eichhörnchen! Alles in Ordnung? Sie sind verletzt? Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Trank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Mega-Power-Trank. Als ob der so heißt in der Harry Potter-Welt. Trink, mein Junge. Ah. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Das sieht sehr geil aus. Ich spiele jetzt im Balance-Modus, das heißt 4K 40 Frames. Da ist Auflösung und Detailgrad und die FPS eigentlich ganz gut. Ja, sieht sehr gut aus. Gehen wir mal ins Licht am Ende des Tunnels. Okay, das sieht geil aus. Uff. Okay, sie legen direkt los. Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut, lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Okay, das sieht echt fett aus. Ich muss eh mal die Stimmen noch mal ein bisschen lauter machen. Ich habe die nicht ein bisschen runtergestellt. Also nochmal so auf 90. So. Ich hoffe, sonst geht's von den Sounds. Und schreibt es gerne in die Kommentare, wenn euch irgendwas stört. Schön aufpassen. Okay, das sieht echt geil aus. Wow. Episch. Folge Professor. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Okay, ich will noch ein bisschen langsam laufen. Das mag ich aber ganz gerne. Diese Inseln hat man schon im Trailer gesehen. George Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Boah, sieht so gut aus, Leute. Kommt wahrscheinlich auf YouTube gar nicht mal so rüber. Das sieht echt fresh aus. Warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders als jede andere Macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt.
Ist das jetzt nach oben Eis? Drücke? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Nett, dass man auch noch sich nochmal hier links anzeigen kann, was der detaillierte Weg jetzt ist. Wo wir gerade so sind. Das finde ich ganz schön gemacht. Tipp auf R2, um einen Basiszauber zu wirken. Okay, ist aber ein bisschen schießen. Ausgezeichnet. Nutze deine Kamera, um ein aktives Ziel auszuwählen. Einige SpielerInnen bevorzugen es, Ziele auszuwählen, um den Avatar mit demselben Stick zu bewegen, indem sie die kamerabezogene Zielerfassung in den Einstellungen deaktivieren. Was man hier mitmachen? Okay, wenn man reindrückt, dann visiert man Sachen an. Hui! Das war etwas holpriger als erwartet. Ja, sorry. Ich bin neu hier. Keine Ressourcen. Ah, läuft doch super flüssig. Also könnten sogar 60 Frames sein, gefühlt. Danke, Sir. Tja, hier kommen wir nicht weiter. Professor? Ah, da oben. Oh, okay, auf Kreis kann man sich rollen. Er spielt sich halt wie so ein Third-Person-Action-Adventure, ne? Nicht mehr weit. Ganz typisch. Leichter fahren. Ja, das hat man im Trailer gesehen, genau. Boah, stürmisch hier an der Nordsee. Drauf. Reparo Viosa. Sorry, ich kenne die ganzen Zaubersprüche alle nicht. Dann könnt ihr mir zeigen, was. Könnt ihr mal schreiben, wie dieser Zauberspruch heißt? Er sagt ja leider nichts dazu. Fast geschafft! Ja, Professor Fick, warten Sie! Oh, sieht das gut aus, die Lichtstimmung, Hammer! Geile Musik auch. Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Das gehört hier nicht hin. Die Minikarte zeigt eine Umgebung an. Mit dir in der, als lila Pfeil, also wir sind der lila Pfeil in der Mitte. Dieses komische Google Maps-Ding ist dein aktuelles Ziel. Halte und gedrückt. Ja, ja, okay, das haben wir ja schon rausgefunden. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Okay, das haben wir gerade schon gelesen. Ich glaube, in den antiken Vasen finden wir leider nichts. Können wir rollen. X können wir springen. Geil, man kann springen. Das feiere ich ja immer. Ist nicht selbstverständlich in vielen Spielen. Ich glaube, das haben sich sogar viele gewünscht. Ne? Ich glaube, man konnte sogar erst nicht springen. Da haben die Entwickler das aber noch eingebaut. Okay, anvisieren können wir mit L2 jetzt nichts. Das macht er immer automatisch. Was haben wir denn hier? Professor, es ist eine Art Wandbild. Hm, vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Wer, wir? Ja, klar. Wir sind ja auch hochbegabt. Wir gehen direkt in die fünfte. Was ist denn noch hier zu erkunden? Hier noch irgendwas? Ja klar, hier die Statue. Professor, die Statue! Vielleicht war die sein Zuhause. Man denkt natürlich direkt an Dumbledore. Hat er da eigentlich schon gelebt? Knapp, ne? Schon war der Kleinkind oder sowas. Bei Tierwesen war er ja auch. Wie alt war der da? Mitte 30 oder sowas? Was kann man denn noch hier erkunden? Die Wand haben wir jetzt, die Statue.
der Seite noch irgendwie was? Nö, auch nicht. Hier kommen wir wieder raus. Aber da zieht es mir zu sehr. Geht's hier noch weiter? Ne. Ach, hier lang können wir noch. Ja, klar. Sieht echt gut aus. Bin gespannt, wie das auf der Switch laufen wird. Ich ahne eine große Katastrophe. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fig? Kann ich das anfassen? Muss auf ihn warten, ne? Ah, da sind sie ja schon. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Namen. Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Okay, das war cool. Wir haben auf jeden Fall besondere Fähigkeiten und können Dinge sehen und machen, die andere nicht können. Aber wir sind in dieser Koboldbank, ne? In der Winkelgasse. Oder? Ist das Winkelgasse? Hallo? Ich hoffe, ich laber keinen Blödsinn. Unmöglich. Der sieht ja süß aus. Einen Moment. Erstmal wach werden, ne? Nach so einem kurzen Nap von 3 Stunden. Ist auch nicht mehr der Jüngste. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies 12, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Jawohl. Auf einmal jetzt mit diesem Zug. Oh, geil. Das fängt schon sehr gut an, muss man sagen. Nach Ihnen. Gefällt mir. Das sieht echt gut aus. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Los geht die wilde Achterbahnfahrt. Wuhu! Okay, das geht ab. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Boah, geil, sie ist auch, ob sie selber dreht. Wie bitte? Boah. Echt? Geil. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Das ist wie im Film, ne? Da gab's das Teil auch. Verlies Nummer
Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Hier komme ich sicher nochmal hin. So gut aus, Leute. Da sind wir. Ich mag's. Das sieht echt geil aus. Schöne Beleuchtung. Wir sehen auch Maschallah aus. Wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Oh, erstmal hier hin. Nein, da wollte ich noch hin. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Jetzt können wir nochmal gucken. Was gibt's hier zu sehen? Okay, ein bisschen Money. Gibt auf jeden Fall Lootboxen. Aber man sieht auch die Liebe zum Detail. Also das haben sie schon echt toll gemacht, die Entwickler. Ich meine, der Druck war auch hoch, ein geiles Harry Potter Spiel rauszubringen. Alle haben drauf gewartet. Also, Hogwarts Spiel. Wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Laut Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Schau! Viel Erfolg! Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Halte den Zauberstab mit L fest und bewege ihn entlang des Pfades des Symbols, um den Zauberspruch zu lernen. Drücke den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert fühlst, um die Bewegung deines Zauberstabs entlang des Pfades des Symbols zu beschleunigen. Ah, okay. Let's go. Ja. Oh, wir werden verfolgt. Und nach unten. Coole Mechanik. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Wirke Ravioli. Revelio. Da war etwas. Etwas so, ich hab Hunger. Und probieren Sie es nochmal. Hier hat jetzt nicht geklappt. Warte. So ist nah genug. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Lumos! Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir auch Lumos können. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Also sie fangen auch sehr gut den Charme der Filme ein. Machen sie schon geil. Ich finde auch gut, dass sie nicht Harry Potter irgendwie ins Universum gebracht haben, sondern einfach einen neuen Charakter. Und eine neue Story. Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden.
Quelle der Dunkelheit. Oh. Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. So, das ist eine Statue, das wäre eine eingefrorene Leiche. Entscheide dich, wie du weiter vorgehen möchtest. Revelio. Enthüllungszauber. Ich denke, das haben sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Okay, machen wir. X! Das ist richtig cool. Yeah! Jetzt können wir das für immer, oder wie? Du hast den Lichtzauber Lumos erworben, der automatisch dein Zauberset hinzugefügt wurde. Lumos erzeugt ein Licht an der Spitze deines Zauberstabs, damit du im dunklen Bereich besser sehen kannst. Halte R2 gedrückt und tippe auf Dreieck, um Lumos zu wirken oder zu löschen. Ah, okay. Lumos, sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Oh, das war jetzt auch nicht ganz exakt. So, jetzt. Oder hat schon gepasst? Oh, Protego. Protego, meine ich. Accio. Essendo. Levioso. Depulso. Wow, wow, wow. Okay. Anvisieren. Ich habe leider die Attacke. Wow. Autsch. Okay, es gibt kein Signal, weil man ausweichen muss. Und ihr wisst, Leute, ich spiele auf normal. Das ist der zweithärteste Schwierigkeitsgrad im Spiel. Seh dir deine Ziele an, um den Weg nach vorne zu enthüllen. Ach, man kann Angriffe abwehren sogar. Ach, guck mal. Ah, okay. Aua, aua. Komm, hau drauf. Ja, jetzt haut er genau drauf, wenn es schon vorbei ist. Ja, nice. Zweimal noch. Keine Ahnung, was da passiert. Nein, der soll mich doch hauen. Cooler. Professor Fick. Autsch, den habe ich nicht gesehen. Komm, hau doch zu. Heilen. Super Power Drang. Tippe eher auf R2 um die Statue mit dem. Ja, das habe ich doch jetzt halt schon gemacht. Heilen, heilen, heilen. Mega Power Super Drunk. Ja, ich bin da, ich bin da. Professor. Professor Fick. Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Okay, kämpfen war ganz lustig, nur manchmal was sieht man nicht, ob einer von hinten kommt oder von der Seite. Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Aber ansonsten macht schon Spaß. Okay, hier ist ja die leuchtende Quelle. Dorthin führen Sie mich. Das Leuchten wieder. Was brauchen wir? Den Zauber? Genau. Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Jetzt wollen sie, dass wir das alleine mal ein bisschen Lumos machen. So, er steht schon mal. Er ist ja eigentlich schon korrekt. So. Genau. Boah, er hat es jetzt noch nicht richtig gemacht. Okay, man muss länger warten. Ich muss einmal mit dem Schwert aufdötschen.
Ich muss genau. Die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Ja, die sind schon ein bisschen älter, die brauchen ein bisschen länger. So ist das halt. Aktiviere die Statuen. Ja, habe ich. Ach, er ist immer noch nicht aktiviert. Hä? Muss ich noch länger stehen bleiben vielleicht? Muss jede gleichzeitig zum Stehen kommen. Ach so, aber wie soll man das denn machen? Jede muss gleichzeitig zum Stehen kommen. Weil jetzt hat er sich ja schon wieder gebückt. Ach so, ich muss hier natürlich stehen. Ja, Leute. Ich dachte, man muss einen Meter davor stehen, aber es geht noch 10 Meter weiter. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Kein Problem. Au! Das meine ich nicht. Manchmal sieht man nicht, wann einer angreift. Es gibt leider kein Signal oder so. Die habe ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht gesehen. Oh. Auf jeden Fall einen mächtigeren Zauber. Ah, wir haben es gepackt. Halte Dreieck während Protego gedrückt, um den Gegner mit einem Stupor-Konter zu betäuben. Betäubte Gegner nehmen Extraschaden, der durch goldene Zahlen angezeigt wird. Okay, halte Dreieck wegen Protego. Achso, ich muss dann nochmal Dreieck drücken, während ich den Schutzschild habe. Protego! Dann muss ich nochmal drücken, okay. So, genau. Jetzt haben wir goldene Zahlen, die noch mehr abziehen. Autsch! Ja. Erstmal ein bisschen wegrollen. Ja, ganz, ganz ruhig, Freunde, ganz ruhig. Jeder kommt mal dran. Autsch! Leider geht der Schild immer so ein bisschen weg. Ja, ey. Den habe ich zum Beispiel jetzt auch gar nicht gesehen. Scheiße, gleich sind wir tot. Du bist gleich tot. Ich kill euch einfach mal eben ein bisschen. Ihr seid mir ein bisschen zu viele. Boah. Tatsächlich sind wir gestorben, oder was? Können wir überhaupt sterben? Alter. Wir müssen auf jeden Fall eben ein paar weniger werden. Die wollen schon, dass ich diesen Zauber mache, ne? Ja, komm, dann greif doch auch an, Bruder. Leider hält die Bubble nicht so lange. Boah. Das kommt sonst unendlich nach, ne? Ist auch zu früh. So, jetzt. Gleich down. Jetzt können wir alle zerstören, okay. Boah, gar nicht mal so leicht. Die zieht schon viel ab, wenn sie einen treffen. Professor Fink, ich brauche sie. Jetzt bin ich tot. Aber ganz ehrlich, die greifen von 10 Meter Entfernung an. Okay, gar nicht mal so leicht. Und leider hält diese Blase nicht so lange. Und jetzt muss ich es nochmal machen. Okay. Ernsthaft. Zählt ihr jetzt nicht? Doch, zählt ihr? Nice. Die Mechanik muss ja erstmal ein bisschen hinkriegen. Oh, das haben wir schon mal schneller geschafft. Zum Beispiel ihn. Wie soll man das sehen, dass er jetzt angreift? Ich weiß doch gar nicht, dass hinter mir einer ist. Boah. Ist ja schon Dark Souls-mäßig hier ein bisschen. Muss hier echt immer ein Auge behalten hier. Ich kann nur empfehlen, wenn ihr jetzt nicht so Action-Adventure gewohnt seid, spielt es auch leicht. Wir haben es geschafft. Hui. Lumius. Lumos.
Ah, man kann auch sprinten, okay. So, was haben wir denn hier? Aber coole Einführung. Auch cool, dass man nicht schon direkt in Hogwarts ist. Erstmal weg hier. Okay, was ist das für ein merkwürdiger Raum? Zauberstab? Nee. Na, da sind sie ja. Wie haben sie... Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Mal sehen. Kopf runter. Der Zauberer von der Statue, ne? Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad... unmöglich nachzuverfolgen ist? Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Sehen Sie also das Leuchten, das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Ranrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Nee. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag Sorry. Jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Nice guy. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun. Wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja,
Vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Okay, wir müssen hier weg. Er beschützt uns, geil. Ja, ist irgendwie so ein Schutzzauber. Komm, ab durch die Mitte. Oh. Hier entlang. Professor. Kommen Sie. Boah. Das war aber auf den Millimeter. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihn gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Gänsehaut. Los. Die Einführungsfeier wartet auf uns. Ich glaube, da gibt's gute Drinks und gutes Essen. Oh ja. Wir sind da. Wir sind in motherfucking Hogwarts. Oh, das ist der Hogwarts Express. Hoffentlich kann man den sehen, damit fahren. Ich glaube nicht. Whee! Da ist es. Das gibt wieder eine Urheberrechtsbeschwerde wegen der Musik. Portkey Games, Hogwarts Legacy. Yeah. Coole Einführung. Fand ich nice. Coole Zwischensequenzen auch. Episch. Technisch geil. Wird gut, glaube ich. Wird gut. Wenn sie jetzt so eine geile Story irgendwie hingeschrieben haben, kann es echt sehr gut werden. Oh gut, die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte, doch das scheint angemessener. Ja, das sieht gut aus. Nun, ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Da wäre ich jetzt nervös. Der sprechende Hut. Okay, die kennen sich anscheinend, die beiden. Phineas, Nigellus. Natürlich. Black. Oh, Black ist Schulleiter? Gleich treffen okay. Sie den Schulleiter. Fig, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde. Ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Ja, ja, ruf mich an. Oder WhatsApp. Oh, geil, 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 geil. Sieht cool aus. Wie man es halt kennt, ne? Wer ist denn der Neue? Oh, der ist ja echt süß. Professor Weasley. Noch jemand für die Auswahl. Willkommen.
Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das abläuft. Wahrscheinlich irgendwelche Fragen beantworten und anhand der Antworten wird dann entschieden, wo man hinkommt. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Ich freue mich auf den Unterricht. Ich will unbedingt erkunden. Boah, ist das nicht irgendwie dasselbe? Erkunden habe ich eigentlich mehr Bock. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Okay, Kühnheit. Daran wird sich jetzt wahrscheinlich auch entscheiden, wo man hinkommt. Kühnheit ist so Mut, Neugier, Loyalität, Ehrgeiz. Boah. Ich würde sagen, ich bin schon auf jeden Fall loyal. Loyalität? Ich denke, ich bin ein treuer Freund. Oh, das ist Hufflepuff. Das schätze ich auch bei anderen. Safe. Du gibst nicht so leicht auf, nicht wahr? Herausforderungen schrecken dich nicht. Und deine Loyalität gegenüber einem Freund ist der Grund für dein spätes Erscheinen heute. Vielleicht gehörst du nach Hufflepuff. Anhand von zwei Fragen deutet er das. Der sprechende Hut für deine Entscheidung berücksichtigen, wenn du dich ein Haus zuweist. Hufflepuff, bekannt für Geduld, Treue. Ja, Hufflepuff. Guck mal, man kann auch ein anderes Haus wählen. Ich habe schon so ein bisschen bei YouTube und Hufflepuff war so ein bisschen mit so Kräutern und alles so ein bisschen grün. Da hat mir dieses Haus nicht so gefallen. Gryffindor und Slytherin spielt halt irgendwie auch jeder. Ne? Das ist halt so der Mainstream. Ich glaube, das macht jeder zweite, spielt bei YouTube Slytherin und auch Hogwarts. Haus Ravenclaw, ganz für Intelligenz, kreativ und Scharfsinn. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Ich würde mich sogar noch als kreativ bezeichnen. Intelligent weiß ich nicht und scharfsinnig. Ja. Dafür bin ich so, ja, die sind so böse. Nee. Ja, Gryffindor ist so ein bisschen die Streberpartei, so, die immer das Gute in allen sehen wollen. Komm, ich mach mal Ravenclaw. Anti-Mainstream. Einen wachen Geist hast du auch. Du lernst schnell. Ja, das nehmen wir einfach mal. Haus annehmen. Du gehörst nach Ravenclaw. Ravenclaw. Wie sieht die Uniform aus? Eigentlich exakt genauso. Hä? Oh, das sieht lecker aus. Oh, und eine Sache noch. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. No. Das kommt als DLC zum Kaufen wahrscheinlich Ruhe. Noch. Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren. Und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Ja, wir gehen ja schon. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Ich... Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Hoffentlich sieht er cool aus. Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung mit Ravenclaw. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber sie sind sicher bereit dafür. Ganz recht, Professor. Das ist der Eingang zum Ravenclaw-Gemeinschaftsraum.
Sie müssen ein Rätsel lösen. Dabei kann ich Ihnen kaum helfen. Solcherlei Rätsel waren noch nie meine Stärke. Sie sind ja auch nicht so intelligent wie ich und kreativ. Also hauen Sie ab. Nein, Spaß, ist nett. Wer lebte länger? Das Gespenst? Oder der Poltergeist? Ein Geist oder ein Poltergeist? Ein Nichtlebewesen kann nicht gelebt haben. Yes, yes, genau. Okay, man muss selber nicht lösen. Geil. Trauen Sie einem nicht zu. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Eine freundliche, nette Dame. Typisch Weasley. Ah, ein neuer Morgen auf Hogwarts. Die Welt ist noch in Ordnung. Alles in Blau gehalten. Schön. Niemand da. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Alles klar. Dann sage ich mal, dass wir im nächsten Video Hogwarts erkunden werden und unseren Gemeinschaftsraum. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo da und kommentiert auch gerne. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und auf Wiedersehen.